Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Ich darf ganz besonders über einen Trainer begrüßen, Kevin Kramny und Alex Sander. Alex, Glückwunsch zum Sieg, dein Statement zum Spiel. Ja, ich denke, man hat schon über die ganze Spielzeit gesehen, dass wir dieses Spiel einfach gewinnen wollten. Wir haben eigentlich fast das ganze Spiel ein sehr, sehr hohes Tempo angeschlagen. Haben da der VfB auch ohne Druck sitzen. Ich wusste, dass man im Spielaufbau die Möglichkeit hat, war dann ein bisschen ungeduldig und die waren ja auch nicht mehr ganz so einfach, wie wir es uns vorstellen. Da wollten wir dann einfach ein bisschen viel Fußball spielen. Als sie sich dann in der 2013 Jahre wieder auf das Spiel gegen den Ball konzentriert haben, hat das Ganze besser ausgesehen und haben uns auch vorgenommen, dass wir aus der Standardsituation jetzt was machen mit dem Kopf auch mal, ja, nicht mit dem Fuß wie letztes Mal. Und das hat dann auch funktioniert und ich denke, alles in allem war es dann einfach auch ein verdienter Sieg aufgrund des Drucks, den wir die ganze Zeit Jungen, zwar der Truppe jetzt nicht. Alles Gute jetzt für das letzte Spiel und natürlich auch beim VfB natürlich. Danke, Alex, und deine Einschätzung bitte. Ja, danke, Alex. Ja, klar. Glückwunsch an euch für den Sieg. Ich glaube, dass es verdient war, sind, glaube ich, keine zwei Meinungen, das ist klar. Ja, Tempo war extrem hoch. Versucht, immer wieder uns zu befreien, das ist uns nicht so klar gelungen. Und dann auch mal ein bisschen fußballerisch Lösungen zu finden in der gegnerischen Hälfte. Dann natürlich durch das Gegentor hat das natürlich auch gerade Kräfte freigemacht bei uns, obwohl wir nicht einmal eine Phase hatten, von, ja, wenn man von Phase spricht, von 5-0, wo man einfach ja, die Räume ein bisschen besser nutzen konnte, der Gegner ein bisschen mit dem Pressing auch nachgelassen hat. Aber ohne jetzt wahnsinnig gefährlich zu werden in der ersten Halbzeit. Haben dann ja, in der Halbzeit korrigiert, haben versucht, vom System her das abzuändern. Und ja, trotz allem haben wir uns ja, nie so klar durchspielen können. Leipzig hat dann eben auf die Situation gewartet, Standardsituation. Das hat sich dann wieder gezeigt, dass wir da einfach natürlich von der Körpergröße Probleme haben beim Zuordnen. Und Leipzig dann halt eben auch nicht gefühlt. Nach dem 2-0 haben wir natürlich nochmal eine große Möglichkeit gehabt, um anzukommen. Eine Doppelgelegenheit, wo Alex Riemann dann schießt in der Torwart-Hälfte und nochmal nachköpft. Und ja, vielleicht da auch Kontakt da war, der vielleicht geahndet hätte werden können. Weiß ich es nicht, aber es ist schon auch müßig, darüber zu reden. Grundsätzlich, das sind für den Gegner natürlich heute geht und wir müssen natürlich schauen, dass wir alle Kräfte mobilisieren, auch für uns. Das ist wichtig, wir müssen auch da wieder in die Erfolgsspur kommen. Und das ist wichtig jetzt gerade in der Phase noch 10 Spiele und dann jedes einzelne Spiel natürlich noch wichtiger. Durch die Niederlage heute. Das haben wir gerade wenig gesagt, das ist das Phasen, man hat es heute einfach gesehen, der Unterschied war. Ein junger Mann aus Dänemark, der heute wirklich einfach mit 19 Jahren die Präsenz auf dem Platz gezeigt hat. Also das war wirklich große Klasse in Preußen, muss ich sagen, gut ab. Und das ist dann halt ein feiner Unterschied, wenn man so einen Spieler hat.